Steffens Prognose mit mir. Hey meine Boys da draußen, ich bin Jeff von Buddies United und herzlich willkommen zu Sticker WM Prognose hier auf Buddies United. Ihr habt es mal wieder geschafft zu diesem Video. Und heute haben wir das letzte Gruppenspiel der Gruppe A und zwar ist das Saudi-Arabien gegen Ägypten. Wir haben mal wieder, wie immer, 6 Päckchen der FIFA World Cup Russia 2018 Sticker Päckchen für euch, die wir allesamt in diesem Video hier öffnen werden. Und danach werden wir gucken, wer dieses Spiel gewinnt. Und wir fangen an mit dem ersten Pack. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, dass beide diese Mannschaften gut performt haben während dieser WM. Auch wenn das Weiterkommen eher nicht mehr so wahrscheinlich ist für beide. Aber man weiß ja nie. Beziehungsweise, sie können nicht mehr weiterkommen. Also erst haben wir Sigurdsson. Dann haben wir das Mannschaftsfoto von Brasilien. Juri Thielemann. Dann haben wir Sichni Stadion und dann haben wir das Logo von Marokko. Also kein Punkt in diesem ersten Pack, aber das wird sich hoffentlich noch ändern in diesem Video. Dann das zweite Pack. Ups, so. Haben wir erst das Mannschaftsfoto von Japan. Dann haben wir Nemanja Matić. Alex Oxlade-Chamberlain, den Engländer, Andreas Christensen und von Nigeria Truss Ekong. Immer noch 0:0 nach 2 Päckchen. Mal gucken, ob Mo Salah noch kommt. Das wäre natürlich mega nice, wenn wir ihn hier ziehen würden. So, ups. Drittes Pack, Tomi Juric. Dann das Logo von Costa Rica. Akin Fev, den Russen, Luka Modric und Raja Nainggolan von Belgien. Zur Halbzeit also 0:0, weder Saudi-Arabien noch Ägypten haben hier ein Tor erzielt. Aber das ändert sich und zwar direkt im nächsten Pack durch Al-Harbi, den Verteidiger von Saudi-Arabien. 1:0 gehen sie damit in Führung. Dann haben wir Host City Samara. Advin Kula von Peru, Jürgensen und dann haben wir Legend Sticker von Argentinien 1986. Richtig nice für Argentinien hier. Noch 2 Packs. Mal gucken, ob das noch was wird für Ägypten oder ob sie hier 3 Spiele während dieser WM verlieren. Haben wir Gary Cahill, Antoine Griezmann, Amrabat. Das Logo von Tunesien und Eric Dyer von England. Also noch ein Pack. Mal gucken, ob Ägypten hier einen Punkt holt während der WM oder ob Saudi-Arabien tatsächlich die WM mit einem Sieg beenden wird. Haben wir Leroy Sané. Das Stadion von Kasan. Dann haben wir Jackson Irvine. Steven Zuber. Und jetzt haben wir Traustason. Das heißt, kein Punkt für Ägypten, dafür aber einen Punkt für Saudi-Arabien, die damit dieses Spiel für sich entscheiden können. Saudi-Arabien 1, Ägypten 0. Der Torschütze für Saudi-Arabien, El Harbi von Al-Ali Saudi FC, spielt also in Saudi-Arabien. 1:0 gewinnt Saudi-Arabien. Wenn ihr auch glaubt, dass dieses Spiel so ausgehen wird, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. In den Kommentaren könnt ihr ebenfalls schreiben, was ihr glaubt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Oben könnt ihr auch abstimmen, was ihr glaubt, wer dieses Spiel gewinnt. Das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Scorpio in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.